Sebastian Hellmann hat prognostiziert, dass diese beiden Mannschaften die heutige Partie hier bestreiten würden. Und er hat recht gehabt. Und ich, Tom Bayer, darf Ihnen jetzt dieses Spiel kommentieren. Ja, hallo Tom. Und ich glaube, dass es ein richtig gutes Spiel wird und dass der Bessere gewinnen will. Also das war schon nicht mehr hart. Das war teilweise unfair, was sich diese beiden Mannschaften bei ihrem letzten Aufeinandertreffen geleistet haben. Hoffentlich geht es heute ein bisschen ruhiger. Der Schiedsrichter erkennt hier auf Freistoß. Ja, der geht an den Pfosten, aber aufgepasst noch. Ah, klasse Aktion. Gemacht und das Ganze per Kopf. Klug gespielt. Raufst du dir als Trainer die Haare bei solch riskanten Bällen, aber es ist gut gegangen. Und er setzt sich da gegen seinen Gegenspieler durch. Und das sieht klasse aus, was die da unten spielen. Ja, den kann er nicht festhalten. Ja, das hat er gut gemacht, der Torhüter. Sein erster Ballkontakt heute.
ganz klare Tormöglichkeit. Und der ging ganz knapp vorbei. Da schauen Sie mal, da fehlt noch ein ganz kleines bisschen bis zum Tor. Aber es hat er wirklich stark gemacht in dieser Situation. Nach oben geschaut, haben Sie es gesehen, und sein Mitspieler perfekt in Szene gesetzt. Und jetzt hat er die Möglichkeit. Sicher pariert vom Torhüter, keine Nachschusschance für den Gegner. Guter Abwurf vom Keeper. Ja, da würde ich doch mal optimistisch, wie ich bin, sagen, wir freuen uns auf die zweite Halbzeit, denn da werden die Tore fallen. Die Abwehr ist heute richtig schlecht. Da fehlt es ja überall an der Zuordnung. Ein anderer Torhüter hätte den Ball vielleicht nur abtropfen lassen. Er nicht. Tolle Parade. Erste Halbzeit ist vorbei. Es steht 0:0. Ja, tolle Torhüterleistung auch in den ersten 45 Minuten. Eine tolle Partie. Spannend. Es geht hin und her. Viele Chancen. Wenn wir jetzt noch mehr Tore sehen in der zweiten Hälfte, dann wird es doch ein richtig gutes Fußballspiel. Ja, und von dem Ball muss er sich trennen. Ja, das sieht gut aus. Und das war ein wunderbarer Befreiungsschlag hinten aus dem eigenen 16er. Kommt her. Klasse, wie er den spielt. Die Verteidigung spielt sehr diszipliniert. Ja, gut gerettet vom Torhüter. Was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Ja, sowas kann der Schiedsrichter hier unmöglich durchgehen lassen. Natürlich holt er die gelbe Karte raus. Ja, da kann er sogar froh sein, dass sich sein Gegenspieler bei dieser Aktion nicht verletzt hat. Die gelbe Karte geht völlig in Ordnung. Gut. Ja, die nicht festgehalten. So, die Spieler wärmen sich am Rand des Spielfelds auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Der Verteidiger fälscht den Schuss ab. Jonathan. Ja, und die stehen ganz sicher.
wieder im Abseits, aber das ist nicht so schlimm. Er war ohnehin gut markiert, wäre nicht weit gekommen. Ja, das ist ja so schwer für den Schiedsrichter, gerade diese Entscheidung jetzt hier abseits, aber das war wirklich knapp. Die Zuschauer warten hier schon lange auf ein Tor. Bislang vergeblich. Schwegler. Ja, da stand er ganz klar im Abseits. Das sieht nach einer guten Torwirklichkeit aus. Aufgepasst. Und die Gastmannschaft erzielt hier das erste Tor. In buchstäblich letzter Sekunde erzielen sie hier das Tor. Ein spätes Tor. Aber war das schon die Entscheidung? Viel Zeit bleibt jedenfalls nicht mehr. Das war aber eine ganz knappe Angelegenheit. Am Ende hat es nicht ganz gereicht, aber auf die Leistung zumindest kann man durchaus aufbauen. Dieses späte Tor ist eine bittere Pille, die sie schlucken müssen. Aber außer sich selbst können sie dafür niemanden verantwortlich machen.